Die Kunstform der Videoclips ist ja zuletzt etwas in Vergessenheit geraten. Meist gibt's immer nur Lyric-Videos. Umso besser daher, dass Van Canto diesmal richtig aufgefahren haben und für ihren neuen Clip von Badaboom das Maskenbildner-Team von Switch an den Start bringen. Und wir und ihr dürfen dabei sein. Das Maskenbildner-Team von Switch Reloaded hat ganze Arbeit geleistet. Joachim von Sabaton neben mir im Look von Bernhard Hoecker. Sensationell. Erst auf den dritten Blick erkennt man, so am Ansatz ein bisschen. Da, ne? Hey guys, greetings from Sweden. Hey, hi. Wie ist denn das hier in dem Video? Bist du ja auch durchaus zu sehen. Welche Rolle hast du denn da? Ja, ich bin der einzige Musiker, der gar kein Instrument spielen kann. Man hat da sofort an mich gedacht, weil ich auch privat kein Instrument spielen kann, was mich nicht davon abhält, das trotzdem zu tun. Und ich werde in diesem Video Instrumente nicht spielen können, ein Monster schaffen, aus lauter Hass geboren. Und dieses Monster wird dann einen als Professor die Instrumente wegzaubern. Und dann kommen natürlich die Helden, die Heroes und ich glaube, die zaubern die dann wieder zurück. Und retten die Musik. Genau, weiß ich das aber auch nicht. Ich bin sehr gespannt. Es ist ein Musikvideo, das ist dramaturgisch immer etwas komplexer. Nicht so simpel wie so eine Herr-der-Ringe-Trilogie oder so 16 Bände Game of Thrones. Die sind dagegen ja schlicht. We'll get to the call tonight. Und hier steht er, sie, es, Prince of Darkness. Wie war denn die Verwandlung heute Morgen? Aufregend, ein bisschen unheimlich. Also bei den Jungs ja Mann zu Mann ist das eine, aber normalerweise versuchen die Visagisten ja mich immer ein bisschen schöner zu machen. Und das war genau irgendwie, es war gruselig. Also so mit neuer Nase und Wangenpartie, das war schon, ja, unheimlich. Aber und dann aus dem Off noch blöde Sprüche, ne? Richtig, natürlich. Man ist dann für jeden Spott irgendwie das Opfer, aber bin ich gewohnt bei den Jungs. Hast du aber gut weggesteckt, keine falschen Eitelkeiten, ne? Nee, ich glaube, das habe ich auch nicht. Von deinen eigenen Bandkollegen, welche Maske von denen gefällt dir denn am besten? Zum Beispiel der Ross. Bei ihm ist natürlich die Verwandlung von Glatze zu auf einmal Haaren schon enorm gewesen. Einfach weil man ihn halt wirklich nur mit Glatze kennt. Auf einmal hat er da die Matte gehabt und sah 1:1 so aus und ich habe mich immer ein bisschen mal zwicken müssen, dass ich jetzt nicht auf die Knie falle. Das ist Joachim von Sabaton. Nicht. Das ist live von Van Canto, aber man könnte es fast glauben. Wie lange hast du in der Maske gesessen? Ja, so gut 2 Stunden. Wie war das? Nervig oder spannend? Nee, absolut spannend. Die Verwandlung so von Anfang bis zum Ende, das war schon echt bemerkenswert, ja. Den kennt ihr auch persönlich, oder? Genau, ja. Den haben wir schon mehrfach kennengelernt und die Jungs von Sabaton haben uns auch nach Schweden eingeladen zu ihrem eigenen Festival. Ja, und da haben wir auch zusammen auf der Bühne gestanden, ein bisschen rumgepostet und Spaß gehabt. Das war sehr cool, ja. Ist es dann auch befriedigend, wenn man merkt, der andere Künstler, den man covert, der mag das und geht da mit? Das ist sehr befriedigend. Vor allem war es, glaube ich, als erstes Mal Sabaton, die dann nachher gefragt hatten, ob wir nicht was von ihnen covern wollen würden. Und mit dem Angebot nach Schweden zu kommen, haben sie uns dann gelockt und haben wir gesagt, okay, dann machen wir es auch. So läuft der Hase also. So läuft er, ja, man schiebt sich ja den Ball zu. Das ist ganz cool, ja. Wieder was gelernt. We'll get to the call tonight. Voices will prevail. For too long we've been doomed. EMP macht ja immer auch tolle Gewinnspiele und diesmal gab's als Hauptpreis eine Rolle im Van Canto Video und gewonnen hat Carola aus Bruchsal. Wie war's denn? Gut, interessant auf jeden Fall. Welche Rolle hast du übernommen? Als Nachrichtensprecherin war ich verkleidet. Wie war das, so nervös? Ja, schon. Also es war was anderes, als nur Theater zu spielen. Machst du das denn? Ja, habe ich früher noch gemacht. Ein Profi quasi. Da war die Losvieh aber gnädig mit Van Canto. Gab es dann auch irgendwie Autogramme oder sowas? Ja, klar. Wo kommen die jetzt hin? An die Schlafzimmerwand? Nee, ein kleines Büchlein. Kleines Büchlein. Was da wohl noch so alles drin steht, wir wollen es gar nicht wissen. We'll
Sala Boom, ein super Konzept. Steff, wer kam auf die Idee? Das ist ja schon so ein bisschen auch Teil von Bancanto, dass wir irgendwie in andere Identitäten schlüpfen, sei es durch unsere Cover oder allein durch die Tatsache, dass wir klingen wie eine Gitarre. Und dann war das mal nur konsequent, dass wir diese Idee mal bis zum Schluss verfolgen und dann wirklich mal auch andere Musiker darstellen. Mhm. Und dann zusammen mit dem super Maskenteam, was auch für Switch Reloaded arbeitet, richtig bis zum Ende ausproduzieren. Wie ist das so, du zum Beispiel als Rob Trujillo? Trujillo. Bereitet man sich auf die Rolle auch richtig vor? Guckst du dir Videos vorher an oder wie machst du das? Ja gut, aber Metallica, also man kennt man ja, hat man sowieso schon viele Videos gesehen. Hat der einen bestimmten Signature-Move? Hat er, aber den zeige ich nur in kompletter Montur. So, Freunde der Nacht, wenn euch das Video gefallen hat, dann nicht nur Daumen hoch anklicken, sondern auch teilen. Jeden Dienstag und Freitag gehen neue Videos online. Was wir heute gerne von euch wissen wollen ist, würdet ihr auch gerne mal eine Rolle in einem Musikvideo spielen? So, falls ihr CDs von Bancanto haben wollt, die gibt es natürlich bei EMP. Und dort bekommt ihr auch das exklusive Bundle zum neuen Album Dawn of the Brave mit Flagge. Klickt einfach auf den Link unten in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal, sagen Markus und Jan.